In der Zwischenzeit hat Emmanuel Macron, der Präsident von Frankreich, das ja in den letzten Wochen mit mehreren furchtbaren islamistischen Anschlägen zu kämpfen hatte, getwittert, ich zitiere, wir Franzosen teilen den Schock und die Trauer der Österreicher nach einem Angriff in Wien. Nach Frankreich ist es ein befreundetes Land, das angegriffen wird. Dies ist unser Europa. Unsere Feinde müssen wissen, mit wem sie es zu tun haben. Wir werden nicht nachgeben. Das ist, wie gesagt, ein Tweet von Emmanuel Macron, dem französischen Staatspräsidenten.